Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 2. Ergänzt mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und ich bin natürlich nicht alleine da, sondern der mächtige Mr. Merp, der kämpft gegen mich. Ich grüße dich. Hallo, grüße euch alle miteinander. Und eine Buddel voll rum. So ist es. Gucken wir mal, ob wir hier reüssieren. Ja, warte mal, das sind sehr viele Fernkämpfer. 5, um genau zu sein. Da muss doch was machbar sein. Ne? Irgendwas muss ich doch töten können. Ich meine, ich habe auch sogar größere Reichweite als du. Es gibt aber auch keine Städte oder sowas in der näheren Umgebung, ne? Nee, die habe ich alle platt gemacht. Pumps da nach wie vor einfach immer nur dieselben Städte rauf und runter, rauf und runter. Tatsächlich, ne? Also jetzt auch, wir spielen ja schon jetzt relativ lange, ne? Ich glaube, wenn ich das im Singleplayer machen würde, ne? Also hier haben wir natürlich einen etwas anderen Spielfluss. Aber so im Singleplayer wären wir doch rundenmäßig wahrscheinlich auch schon ziemlich weit vorne, ne? Also, das stimmt, ja. Wir sind jetzt so bei Runde 50 irgendwas oder so, ne? Im Singleplayer wahrscheinlich noch ein bisschen. Noch mal ein bisschen anders. Dann guck ich mal, was ich jetzt hier tun kann, um dir das Leben so schwer wie möglich zu machen. Yes, my lord. Einfach nur existieren macht mir das Leben schon schwer. Finde ich schon mal ganz gut, dass du das so siehst. YOLO! Swordsman for the twin-tailed comet! Ready for war! Oh nein, meine Pistoliere. Attack the men! Crossbows ready, General! Yeah, ich hab den Einheit gekillt! Ja, weißt du warum? Weil meine Einheiten auch nicht schießen. Die sind aus irgendeinem Grund in den Nahkampf gegangen. Okay. Merkwürdige Sache, du wirst wahrscheinlich sogar noch mehr Einheiten killen. Merkwürdig, habe ich echt noch nie erlebt. Lalala. Oh, guck mal, deine Fernkämpfer sind weg. Ja, leider. Habe ich gesehen, aber ich habe dir jetzt auch den Explosions-Jonas da weggenommen. Ich hab's geschafft, immerhin mal eine Einheit der komplett auszulöschen. Ich hoffe, die hatte Sterne und Wimpel und alles. Ja, die glaube ich nix irgendwas. Wahrscheinlich. Aber nicht. Echt merkwürdig, dass die Einheiten hier, dass meine Fernkämpfer, dass sie tatsächlich in den Nahkampf gelaufen sind. Aus irgendeinem Grund. Weiß auch nicht warum. Guck mal, hier ist schon wieder. Leute, seht ihr das? Weil der da hinter dieser Hügelkuppe steht? Kann das sein? Wahrscheinlich, ja, die haben keine Line of Sight. Muss so sein, ne? Dass das daran liegt. Dann schieß auf die hier, da hast du Line of Sight. Also ich habe sogar geguckt, dass ich so mit den Armbrustschützen so schießen kann und du nicht. Deswegen bin ich extra mit denen dahin. Also wirklich ein sehr kleiner Hügel. Aber der reicht aus. Naja, eine Einheit verloren ist okay. Das mal hier drauf. Aber hättest du diesen einen Zauber nicht gehabt, dann hätte ich es sogar noch hinbekommen. Noch eine zweite und dritte. Also wie gesagt, ich habe sogar noch den explodierenden habe ich sogar noch gekillt. Ja, der auf die Flanke gelaufen ist. Der hat sogar ein bisschen was in dich reingerissen, aber ich habe ihn zu spät gekillt. Also so 10 Sekunden früher wäre besser gewesen, dann wäre bei dir nochmal die ganze Einheit weggeplatzt. Naja, jetzt verlang aber mal nicht zu viel hier.
Oh, ich hab... Oh, schade, jetzt hätte ich die eine Fernkämpfer. Ja, ich weiß. Du warst mit den Fernkämpfern nochmal auf dem Weg darüber. Schade, okay, hast gewonnen. Aber ich sag ja, verlange jetzt mal nicht zu viel. Ich habe gerade erst angefangen, Dinge zu verlangen. Also wirklich eine Pistoleneinheit, die draufgegangen ist, komplett. Ja, aber es muss ich auch sagen, es ist die schlechteste Einheit, die ich hatte. Ne? Ja. Die ist halt also die aufgedunsene Leiche, die ärgert mich tatsächlich mehr hier. Die hätte man anderweitig verwenden können. Ist aber sinnlos weggespratzt. Ja, aber war mir schon klar, dass ich da eine relativ gute Chance habe, weil die Reichweite der Armbrustschützen ist halt besser als die von deinen. Die ist gut, ja. Und dadurch, dass die halt so eine ballistische... Darf man auch nicht vergessen, ist auch eine gute Sache. Du warst gerade abgehackt. Und das Game ist gecrashed. Echt? Ja, das Spiel ist gecrashed bei mir. No! Dann bis gleich, Leute. Spiel ist gecrashed. Jo. Also nochmal. Direkt nach dem Gefecht. Und jetzt, das ist mein gesamter Erfolg beim Teufel. Und alles reine Absicht. Natürlich, glaube ich dir sofort, dass es. Du hast einfach Alt F4 gemacht, ne, gibst du. So ist es nicht, aber. Ja, wir hatten es ja bei mir auch schon mal im anderen. Wir spielen hier nicht EU4. Wie nennt man sich das? Das Burden, oder? Wie hast du es gesagt? Ja, genau. Und Paradox, das war gestern in meinem Livestream, war das so schrecklich. Da habe ich mit Byzanz gegen die Ottos gespielt, also gegen die Osmanen. Und die haben mich halt so zerkloppt, ne? Und es waren halt auch ein paar dumme Entscheidungen von mir dabei, gebe ich auch zu. War aber auch teilweise Verpeiltheit. Und da meinte auch einer meiner Zuschauer, wie Paradox so schön sagt, unsere Spiele crashen nicht, sie werden strategisch beendet. Fand ich auch sehr gut. So, jetzt weiß ich ja, wo dieser Dreckshügel ist, hinter dem du dich da vorhin verschanzt hast. Da ist er. Deswegen laufen wir jetzt anders. Und der Merb, der campt jetzt irgendwo hinten in der Hecke. Stimmt. Oh, der campt jetzt auf dem Dreckshügel. Ah, schon wieder. Don't stop the body rock. Der Hügel ist mein bester Freund. We are Sigmar's heirs. Take the ground. Take the ground. Ich habe weniger Magie als vorhin. Übrigens. Nicht sehr tragisch für dich. Sollen wir die Positionierung mal gerade auf dreifache Geschwindigkeit machen? Ich taktiere nur, was heißt hier positiv? Okay. Taktiere die ganze Zeit. Dann taktiere ich mal mit. Denn natürlich werde ich diesen Hügel jetzt hier nicht aufgeben. Vielleicht kann ich dir dieses Mal sogar noch mehr wehtun. The Empire endures! Ich meine, ich habe ja schließlich sogar die höhere Reichweite. Don't stop with haste. Sehr schön. Ui, du triffst mich sogar. Ja, ich sage, ich habe eine gute Reichweite. Autsch. Diesmal nicht overcastet. böser Zauber. Ja, ich muss sagen, also zu kiten ist gegen die KI wesentlich einfacher. Glaube ich dir sogar sofort. Go!
Understood. Sigma, guide our fire. Swordsman, crossbowman. Die ist aber auch teilweise drüber, ne? Bitte? Die ist teilweise über die Units drüber. Ach ja. Schauen wir mal, wie die gegen verwesene Prometheaner kämpfen. Da kämpfen die wahrscheinlich gar nicht. Dickheads! Attack the men! Strike them down! For Heldenhammer! Missiles ready! Sigmar, guide our fire! The Empire endures! Take aim! Our weapons are yours! Crossbowmen! For the Emperor! Understood! Standing by! Understood! Behold! Guck mal, deine Infanterie ist weg. Ja. Komm vor. Komm, behalte sie. Da kommt schon Zerfall schneller. Diese eine Einheit da, ne? Naja. Ein Einheitserfolg, den will ich haben. Naja, den kriegst du, den kriegst du. Ja, die eine Einheit ist weg. So ist es. Ah ne, warte mal, hier machen wir mal weiter. Oh, guck mal, die ist ja wieder zurückgekommen, die Einheit hier. Drecksbangard. Ach, das ist auch wieder schön, ne? Verfolgt, rennen zwei Einheiten rein. Da ist auf jeden Fall ein wesentlich besseres Ergebnis für dich als vorher. Würde ich auch sagen, ja. Ich hätte den einen Spell auf jeden Fall overcasten müssen. War vielleicht ein Fehler, das nicht zu tun. Aber okay. Der Jen ist auch echt gut. Der Jen ist total hartnäckig. Der hat eine verdammt gute Fähigkeit. Der kann nämlich dir... Im Grunde kann der deine Nahkampffähigkeit auf 0 setzen. Der hat eine Fähigkeit, damit der macht dann für 10 Sekunden minus 27 Nahkampfabwehr, minus 26 Nahkampfangriff. Echt krass. Ich muss übrigens mal sagen, weißt du, so, dass man bei so Wegwerfeinheiten, ne, die man ja hier hat, dass da meine Einheiten sich weigern, in die reinzuschießen, ist einfach eine Unverschämtheit. Also meine Einheiten weigern sich zum Beispiel halt in meine Infanterie reinzuschießen, was ich nicht verstehe. Warum sollten sie es nicht machen? Das sind nur dumme Zombies. Also wo ist der Sinn vom Meat Shield, wenn du da nicht reinballern kannst? Das ist bei den Skaven übrigens genauso, ne? Ja, Warp-Flammenwerfer in die eigenen Einheiten geht auch nicht. Ich meine, genau das ist doch der Witz beim Tabletop eigentlich, ne? Ja. Dass du halt irgendwelches nutzloses Pack in die Frontlinie stellst und der Rest deiner Skaven da halt einfach reinballert, ne? Also bei den Hochelfen kannst du das verrückterweise, was du im Tabletop normalerweise nicht kannst, weil die Hochelfen schießen ja ballistisch. Mhm. Also hier hängt es ja nur vom Ballistischen, aber ja, diesmal habe ich, glaube ich, deutlich mehr gemacht. Boah.
zwei ganze Units. Oh, ich habe eine Silbereinheit gekillt. Yes! Ein Drittel hast du gekillt. Sogar eine dritte Einheit sogar noch. Ja, eine davon deinen Schützen war. Es war deine beste Schützeneinheit mit Betonung auf war. Ja, war, genau. Aber sehr auch gut. Das eine Einheit, die ich nicht brauche. Ja. Ich hole mir die gleich eh wieder. Dann, ich weiß. Um dich mal zu zitieren. Ich ne? weiß. Aber den Erfolg, der Erfolg sei dir gegönnt, nachdem du ja zwei Versuche hattest, ne? Ja, ja, und du hattest ja auch zwei Versuche, das eigentlich zu verhindern. Und ich habe meinen Erfolg davor verdreifacht. Also für wen und gegen wen spricht das jetzt? Jetzt mach mal langsam. Ja, aus 1 macht 3. Das ist ganz einfach in Mathematik, oder? Ja, ja. Ach ja, und es ist so schön, weil es so irrelevant ist. Das mal. Dann holst du bitte den wieder. Und dann holst du bitte noch den hier. Holst du noch den hier. Und dann hat die Peggy Drachenfurz auch wieder eine brauchbare Truppe. Ich speichere hier jetzt übrigens mal gerade. Mhm. Okay. Habe ich dich bewegt? Ja, habe ich. Okay, wo sind meine anderen? Wir müssen die Schlacht ja nicht noch ein drittes oder viertes Mal spielen. Okay, die Roselin, die macht das dann aber trotzdem, glaube ich, ein bisschen anders. Weil wenn die eh nichts machen kann nach diesem Puzzle, dann kann die auch einfach hier stehen bleiben. Und wir bauen das Ding hier mal aus. Und, nee, warte. Nee, wir bauen auf jeden Fall dich nochmal aus. So, der Peter, der geht noch einen Meter. Der Peter geht noch einen Meter. Und du. Aha. Ja, I see. Okay, das hatte ich schon fast vermutet. Dann machst du bitte noch das hier. Und nimm. Eine Sache sei mir noch bitte gegönnt. Okay, die gehen also nicht. Die gehen hier auch nicht. Ach, okay. Ah, I see. Ich weiß nicht, kriege ich dadurch eigentlich dann eine höhere Kapazität auf die Einheit? Was meinst du denn damit? Nee, nix. Nur der geheimnisvoll. So ist es. Tja, das ist eine verdammt gute Frage. Let the bell scream, scream. Let the bell scream, scream. Ja, nee, ist klar. Okay. So, Turnende. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Das ist echt weird AS. Weird AS. Will der schon wieder was von mir? Will er sich ja, Krieg gegen Bordelot beitreten? Das ist es auf jeden Fall. Hätte ich das mal gewusst vorher, da hätte die Führung nicht so leicht übernommen. Hm? Nix. Alles gut. Bin ich aber gespannt. Hätte ich das mal gewusst vorher. Dann ist aber auch, dann muss ich aber nochmal sagen, dann ist zum Beispiel das hier, ne, der ganze Kram hier, lassen wir mal das außen vor, ne, aber dann ist dieser ganze Kram hier komplett für die Füße, weil damit ja eigentlich nur verhindert wird, dass man mit dieser Einheit, ich zeig's nochmal gerade für meine Zuschauer, ne, ich zeig's gerade nicht, weil ich nicht kann, aber weil mit dieser Einheit, womit ich das hier mache, wird ja dann, die macht ja dann irgendwas, wofür
oder was sich dann überhaupt nicht lohnt. Ja. Also meine Zuschauer verstehen hoffentlich, was ich meine, aber ich muss mich so ein bisschen verworren ausdrücken. Glaube nicht, dass das irgendwie relevant ist, aber okay. Oh, es ist sehr relevant und hier klingelt mein Telefon. Können wir mal ganz kurz Pause machen? Ja, können wir. Da sind wir wieder. So. Ich bin gerade am Rätseln, über was du da gerade eben redest. Oder geredet hast, meine ich, bezüglich. Mhm. Und warum werden mir hier komische Sachen angezeigt? Hä? Egal. Das ist echt total OP. Er macht mich immer mehr neugierig. Das Schlingel, ey. Und er will ich nicht ver... Das ist nicht so cool. Das ist doch nicht das, was ich meine. Das muss doch noch irgendwo... Sag mir Bescheid, falls du irgendwie eine Schlacht beginnst oder irgendwas änderst, weil ich bin gerade in meiner Übersicht Kein hier. Ding, du. Ich bin und ich will nicht, dass das Spiel nochmal crasht. Ich bin da gerade eben nicht dabei, über so etwas nachzudenken. Meine Runde wird auch höchstwahrscheinlich eher eine kurze sein. Das ist es nicht. Das ist nicht das, was ich suche. Schaltet, aber ich brauche ja plus eins. Standing by. Was auch immer der Günner meint. Und das brauche ich vor allen Dingen auch mal. Weiß ich noch gar nicht, ne? Ja, das hier ist es nämlich auch nicht. Das ist auch nicht plus eins. Woher bekomme ich plus 1? Und plus 1 mein? Ich kann echt nur überlegen, was du damit meinen könntest. Ja, ich erkläre das bei Zeiten nochmal. Gerade eben jetzt mal bei den Piratenkapitänen, ob da irgendetwas ist, was du meinen könntest. Finde ich jetzt auch nichts und niemanden. Seltsam. Und irgendwie will auch immer noch keiner so richtig mit mir handeln. Also zumindest können sie es teilweise gar nicht. Egal. The sea knows my fate. Warte mal, hier könnte ich aber auch schon mal zusammenlegen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Blood kiss of the sea. Sea Dog. Ein mit dir. Das, was. Nee. Das aber auch nicht das, was ich brauche. Das ist eine Möglichkeit. Gut, das war schon wieder meine Runde. Okay. Sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Jetzt sind immerhin meine Helden mal wieder auf dem Weg irgendwo hin, wo ich der Meinung bin, dass es sinnvoll ist. So, du bist dran. Ja, ich quicksave mal gerade. Ne? Gehen wir runter und so, ne? Nachvollziehbar. Bla bla bla. More Warpstone! Now!
Weißt du, was das Lustige ist? Die einzigen, die ich hier mit vernünftigen Armeen rumlaufen sehe, sind Skaven. Science and Sorcery. Gar nicht mal so unplausibel, ne? So, da musst du hin. Dann lass mal gerade... Dass der Depp immer auch auf den Luthor Harkon geht, ey. Ich hab mit dem Typen überhaupt nichts am Sparren. Ich habe eine andere Idee. Stopp. Jetzt muss ich wieder hier hin. Ja, geh wieder zum Luthor. Ich will mit dem Typen reden. Alter, ich werde den noch ausrotten. Einfach nur. Weil er dich nervt. Einfach nur, weil ich hier. Warte mal. Da ist es doch. Das muss es doch sein, ne? Und magst du mir noch irgendwie Geld geben dafür? Einfach nur, damit das Spiel nicht immer sofort dahin springt. Wenn ich das Diplomatie-Menü öffne. Bloody your cutlasses! So, kann ich jetzt hier irgendwo den Krakenfluch einsetzen? Nee. Der Krakenfluch. Passive Fähigkeit. Ah, okay, gut. Ah, das hat so... Ah, jetzt erkenne ich auch das Icon. Okay, gut, das war vorher nicht so zu erkennen. Alles klar, mache ich gerne manuell. Oh, Waldelfen. Ich kämpfe gegen Tilvokas. Ja, ich guck mal, wie das abläuft. Ich muss den Zwergen ja wieder ihre Stadt zurückgeben, ne? Warum? Wer ist ja der Vollstrecker der Zwerge? Weil das eine Waldelfenstadt ist, die ursprünglich mal den Zwergen gehörte. Und da haben sie aber relativ wenig drin. Ja, Waldelfen, ganz im Ernst, wenn die mit einer richtigen Armee kommen, die könnten dir echt den Arsch aufreißen, ne? Ja, wenn sie mit einer richtigen Armee kommen, das ist das Problem, glaube ich, ne? Aber Waldelfen ist mit Abstand, das ist auch eine der ätzendsten Fraktionen hier in dem Spiel. Spielst du die jetzt eigentlich? Nö. Bei dir zu. Wie kann ich das Chatfenster wieder zumachen? Ach so, okay, gut, alles klar. Aus irgendeinem ich Grund wusste ich nicht mal, dass es ein Chatfenster geöffnet. Ja, ne? Ich links oben da, ja, Chat, okay. Ja. Und wir klicken drauf. Huhu. Und. Ich sehe es, glaube ich, gar nicht. Nee, da muss man, glaube ich, wirklich das Chatfenster aufmachen. Ein Necrofax-Monster da. Spitzohren und sie leuchten grün. Oh Gott, da kommt jede Menge Zeug dann geflogen. Okay. Da sind sie alle umgeflogen. Jetzt schon halb tot. Oh, sie können aber ein paar Geschosse abgeben. Die Tiefwaldkundschafter schießen auf dich. Ja, die Triaden, muss man aber auch sagen, sind so ziemlich die nutzlosesten Einheiten der Waldelfen. Ne? Oh ja. Am Abstand. Und da rennen sie. Aber auch die Waldelfen tun das, was die meisten grünen Einheiten tun. Also ich spreche in dem Fall auf Orks hier an. Sie sammeln sich wiederAber der kitet auch nur irgendwie.
Naja, der versucht nicht wirklich anzugreifen. Der versucht, glaube ich, mit seinem Wald, mit seinen Viechern einfach nur seine Infanterie zu schützen, seine Bogenschützeninfanterie. Aber es gelingt ihm nur bedingt. Mhm. Der Baum liegt jetzt erstmal, muss erstmal wieder aufstehen. Ja, der wird jetzt erstmal, die werden jetzt erstmal gleich gefällt. Den Eindruck habe ich auch. Die Armee rennt schon quasi fast komplett weg. Das war's, glaube ich. Jo. Das war's mit denen. Kein Bock mehr, die Jungs. Bauen wir uns ein paar Rettungsboote draus. Eigentlich auch eine sehr schöne Ironie, wenn wir die untergegangenen Waldelfen zu Rettungsbooten verarbeiten. Stimmt auch wieder. Ach ja. Aber zäh waren die merkwürdigerweise. Ja, lass die mal mit einer richtigen Armee gegen die. Ich fand die außergewöhnlich zäh. Gut, ich habe auch meine Inf jetzt nicht ins Gefecht geschickt, ne? Aber ich fand sie außergewöhnlich zäh. Also wenn du, ich glaube, mit deiner normalen Inf hättest du kaum Land gesehen. Also ja. Die kriegst du auch einfach nicht zu fassen. Der Vorteil ist halt echt, dass du mit der Artillerie diese riesen Reichweite hast. Da haben die halt echt Trouble mit. Ich bin mir sicher, dass ihr Skaven. Anders kann's doch gar nicht sein. Wir arbeiten uns wieder mühsam ran, ne? Du musst noch hier warten. Capable, nothing more. Du bitte hierhin. Lange noch eine Runde, okay. Kannst du, ne, keine Chance. Kannst du, ne, keine Chance, okay, gut, alles klar. Dann, ja. Lauf mal so ein bisschen hier rum. More Warpstone, now, now! Ja, laufen wir so ein bisschen hier rüber. Wo sind meine Städte? Da. Mir fällt gerade was total Dämliches auf an Sturmratten. Erzähl mal. Sturmratten mit Waffe, mit Handwaffe und mit Schwert und Schild machen 34 Schaden. Mit Hellebarde machen 28 Schaden. Merkst du was? Erzähl mir mehr. Der einzige Unterschied ist, dass sie noch dann gegen große Einheiten und Rüstungsdurchdringen sind. Aber trotzdem, 6 Punkte weniger Schaden. Das ist echt nicht so geil, ne? Doch total dämlich. Also ich meine, auch rein so vom Durchdenken. So. Ja, das wird hierdurch bedingt. Das aber nicht hierdurch, komischerweise. Ach so. Was brauche ich da? Warte mal. Das ist dieses. Okay, das habe ich noch nicht gebaut, alles klar. Hot damn. Ist jetzt auf jeden Fall um nochmal ein paar hundert Punkte rangerückt. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Naja, ich darf mich jetzt hier nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Ich muss jetzt wieder in Aktion treten. Ja. Darf sich nicht auf dem sprichwörtlichen Gift-Efeu ausruhen, ne? Das zwiebelt dann irgendwann. Lustig. Jetzt wird mir das nicht mehr so angezeigt. Doch, da wieder. Hä? Was ist denn das? In mir.
Feindliche Armee, bla bla bla. Ach nee, das ist. Ach, ist es die Schlacht oder wie? Okay, da wird mir irgendwas angezeigt. Was sehr, sehr seltsam war. So, jetzt habe ich also eine Hochelfenfraktion ist jetzt auf jeden Fall gestärkt aus der Sache rausgegangen, nämlich Ivresse. Die habe ich nicht wirklich nachhaltig zusammengetreten. Aber insgesamt scheinen die Hochelfen jetzt deutlich mehr Armeen zu haben. Also ich glaube, der nächste, der nach Ultuan geht, zu dir, Schiel, wird es nicht ganz so einfach haben. Haben sie doch eine Lehre daraus gezogen. Ich glaub's auch. Die haben so ein bisschen mobil gemacht dadurch. Ach ja, ach ja. Haben hier, Weiß noch nicht, was ich mit denen mache. Ich weiß ziemlich genau, was ich mit denen mache. Ich trete in den Staub. Aber auf jeden Fall, wie ich es mache. Können wir eigentlich diese ganzen toten Dryaden jetzt an die Zwerge verkaufen, damit die uns mehr mögen? Als Brennholz, meinst du? Ja. Ich weiß nicht, du könntest auch wirklich dann so Schiffe draus bauen, weißt du? Wer kann schon von sich behaupten, dass er Schiffe aus... Ich würde gerne ein Schiff aus Durchtu bauen. Aus Durchtu. Ich weiß nicht, so Schiffe aus so untotem Gesocks. Nicht aus untotem, aus so Waldgeistern, weißt du? Das muss doch was wert sein. Sehe ich zumindest so. Aber ich glaube, wir müssen das ja auch gleich cutten. Wir sind nämlich, glaube ich, offiziell schon... So ist es. Ja, wir haben 30 Minuten. Speicher mal. Warte ganz kurz, dann kann ich jetzt erstmal die Ruinen durchsuchen hier. Habe ich nochmal ein Rätsel. Alten haben auf der ganzen Welt Riddle. Magische Schätze voller Macht für ihre treuen Diener hinterlassen, um zu verhindern, dass diese Macht in die falschen Hände gerät, haben sie Schutzzauber und kryptografische Schlösser ihnen platziert. Während die Jahrtausende ins Land gezogen sind, bla bla. Um den Schatz in die Finger zu bekommen, müsst ihr das Rätsel lösen. Einsamkeit ist immer erwünscht. Das kann ja eigentlich nur Lilla sein, weil das ja das Einzige ist, was alleine da ist. I have time. Was? Ist gescheitert. Okay. Dann war wohl der erste Eindruck der falsche. Verratet ihm nix. So. Eine Sache muss ich jetzt aber noch ganz kurz machen. Tut mir very leid, weil... betrifft jetzt auch dich. Gucken wir mal. Ah, bist du nicht beigetreten, okay. Nee, gucken wir mal. Ja, und wenn es nach mir geht, wie gesagt, also ist erstmal speichere ich natürlich. Eine klare Angelegenheit für diesen Button hier. Ja. Alter, Ikit ist nur Level 7. Du meinst, er war Level 7. Wobei, ach scheiße, ich hätte es nicht machen dürfen. Er hätte ja trotzdem die Atombombe einsetzen können. Ich hätte es eigentlich spielen müssen. Egal. Na gut. Verkackt. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Ne? Genau, in diesem Sinne. Macht's gut und Pax Vobiscum Valete. Wobei er hätte sein können, dass er sie gar nicht einsetzen kann. Obwohl, nee, wurde mir als Fähigkeit angezeigt. Ne? Aber wo hast denn du den dann erwischt? Another victory. Ein Geheimnis. War der dann unterwegs? Muss ja da irgendwo gewesen sein. Naja. Genau, Pax Vobiscum Valete und Arr. Tschüss.